Fürth ist ja eigentlich eine Stadt ohne architektonischen Mittelpunkt. Das hängt mit den Eigenheiten der Stadtentwicklung zusammen. Wenn man in Fürth sagt, man geht in die Stadt, braucht man eigentlich eine genauere Definition des Ortes, wohin man geht. 14 Tage im Jahr ist das aber anders. Wenn man sagt, man geht auf die Kirchweih, dann weiß jeder Fürther, wo man hingeht, und für diese 14 Tage ist die Kirchweih der Mittelpunkt. Und das ist der Grund, warum wir hier im Stadtmuseum, im Schloss Burgpfannbach, einen Raum auch der Kirchweih gewidmet haben. Und beherrschendes Motiv in diesem Raum ist ein Modell einer Berg- und Talbahn, die der Fürther Holzbildhauer Paul Mutz in den Jahren seit 1923 geschaffen hat. Holzbildhauer waren Bildhauer, die vor allem in der Spiegelindustrie für die plastische Verzierung der Rahmen zuständig waren. Herr Mutz ist während der Inflation arbeitslos geworden und hat sich dann selbst die Aufgabe gestellt, ein maßstabgetreues Modell der Berg- und Talbahn, die einer der Hauptattraktionen auf der Fürther Kirchweih war, zu schaffen, und hat eigentlich Zeit seines Lebens daran gearbeitet und hat sie dann, als er fertig geworden war, 1977 dem im Aufbau befindlichen Stadtmuseum verkauft, hat allerdings ihre endgültige Aufstellung hier nicht mehr miterleben können. Man muss, das Modell zeichnet sich durch seine Detailgenauigkeit und durch den Detailreichtum aus. Man muss dazu wissen, dass die Berg- und Talbahn hier im Inneren ursprünglich sogar beweglich war und mithilfe einer Dampfmaschine zum Fahren gebracht werden konnte. Leider ist das heute nicht mehr möglich, weil sich die ganze Anlage durch Wärmeeinwirkung verzogen hat. Aber noch immer ist es im Museum eine Attraktion für unsere Besucher, und gerade ältere Besucher erinnern sich vor dem Modell immer noch an die reale Berg- und Talbahn, auf der sie in ihrer Jugendzeit gefahren sind. Vielleicht sollte man noch dabei wissen, dass Herr Mutz, der also wie gesagt eigentlich sein ganzes Leben lang an diesem Stück gearbeitet hat, in einer Einzimmerwohnung gelebt hat und in dieser Einzimmerwohnung an der Berg- und Talbahn gearbeitet hat. Der ist hingegangen. Ja, nur ich meine, zum Teil hat er das ja dann also weiter übernehmen können.
Ich nehme an, als Holzbildhauer hat er auch zeichnen können, dass der sich also die einzelnen Motive also dann gezeichnet hat. Und man hat also so ungefähr am Anfang also wohl auch geglaubt, er treibt also sowas wie Werkspionage und ist da dann ist also sehr, sehr skeptisch da bei seinem Beginnen betrachtet worden. Aber im Laufe der Zeit hat man sich dann offensichtlich an ihm gewöhnt. Und ich meine, wenn er da mal... Ist also eben hier so ein Balken gestellt. Das andere ist bloß Verkleidung. Verfallen. Ja, sicher. Ich meine, frei wäre es natürlich am schönsten. Das ist also klar. Aber das ist also bei, wenn größere Besuchergruppen, kann man es also im Grunde genommen nicht machen. Da fuhrwerkt dann jeder dran rum. Oder Jo. Also wir haben jetzt, was war heuer? Ich glaube den 20.000. Vorlauf. Mhm. Sagen wir so 10 Sekunden warten und dann halt hier reinsprechen. Okay, also jetzt geht's, wie das rote Licht zeigt. Ja, also wir lassen das rote Licht wieder bis an den Vorlauf. Ja, ist schon klar. Dann startet das. Also hier an der Wand hängen Szenen eines Leporellos aus der Jahrhundertwende in Chromolithographie-Technik, hier allerdings nicht im ursprünglichen Bildmaß, sondern vergrößert, in der wichtige Szenen der Förderkirchweih festgehalten sind. Immer dazu und immer erzählt wird die Geschichte von der Gastwirtschaft zur Misten, die ja heute noch existiert, die dem Besucheranstrom zur Förderkirchweih nur dadurch Herr zu werden glaubte, dass sie über die Miste im Hof Bretter legte und darauf Biertische und Bänke stellte und dann der Besucherzustrom so groß geworden ist, dass die Bretter diese Last nicht aushielten und alle Besucher dann auf bzw. in die Misten stürzte. Was man heute nicht mehr weiß, ist, wie die Leute damals heimgekommen sind. Das hier ist ein Blick in eines der Gasthäuser und dass in Gasthäusern gefeiert wird und nicht etwa in einem Bierzelt, ist ja eine wesentliche Eigenschaft der Förderkirchweih noch heute. Hier sehen wir einen Blick in das Lokal von Schorsch Böhner. Heute ist es der Wiener Wald und hinter ihm tritt eine Mammut-Damenkapelle auf, wie aus den vielen Harfenistinnen zu sehen ist. Die Harfenistinnen waren auch ein wesentliches Element in der Förderkirchweih. Sie traten allerdings in der Regel nicht im Orchester auf, sondern als einzelne Musikanten oder in Gruppen. Und diese Tradition bestand bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst in den Jahren so nach 1950 wurden die Harfenistinnen, die in der Regel aus Sachsen und Thüringen kamen, der Ort Hundeshagen in Thüringen ist hier besonders zu erwähnen, wurden also immer seltener und verschwanden schließlich ganz.
Ja, hier sehen wir das Fürther Leihhaus, heute die Realschule in der Hirschenstraße, in das die Fürther Einwohnerschaft ihre zu versetzenden Gegenstände bringt, um das Bargeld, das sie dafür erhalten, möglichst schnell auf der Kirchweih umzusetzen. Das Ganze ist ein Topos, der sich im 19. Jahrhundert häufig in Kirchweihberichterstattungen finden lässt. Das war, glaube ich, etwas im Profil. Ne? Nee, ja, Sie waren nur ja. aufs Bild gerichtet. Ja. Also würde ich sagen nochmal, aber Sie wissen, wann. Ja, heute haben wir ja kein Leihhaus mehr. Hier ist das Fürther Leihhaus zu sehen in der Hirschenstraße. Heute ist es die staatliche Realschule. In das die Fürther Einwohner laufen und ihre Habseligkeiten versetzen, um sich mit dem gewonnenen Geld dann auf der Kirchweih gütlich zu tun. Das ist eine Art Topos, den man in Wort und Bild immer wieder in Kirchweihschilderungen des 19. Jahrhunderts findet. Und der die Charakterisierung des Überflusses oder der Verschwendung, die sich der einfache Mensch auch bei den während der Kirchweih gönnt, charakterisieren soll. Das hier ist nun ein Blick auf den Ludwigsbahnhof, der da stand, wo heute die Fürther Freiheit sich befindet, und also gegenüber von der Hypopunk. Und das Bild ist deshalb interessant, weil es eines der wenigen ist, auf dem er total und in der Architektur erkenntlich zu sehen ist. Auf der anderen Seite wird hier sehr deutlich charakterisiert, dass mit den modernen Verkehrsmitteln, in diesem Fall der Eisenbahn, ein lokales Ereignis, wie es eine Kirchweih ja eigentlich ist, schnell überörtlich, überregionale Bedeutung gewinnen kann und der Besucherstrom von außerhalb, insbesondere von Nürnberg, ist ja eines der Kennzeichen der Fürther Kirchweih. So, und dieses Bild, auf dem hier noch der Zaun des Ludwigsbahnhofes zu sehen ist, zeigt uns, dass dann gleich hinter dem oder neben dem Ludwigsbahnhof das Kirchweihtreiben begann, hier vor dem Hotel Kütt. Das ist heute die Hypobank, sitzen die Leute an Tischen und Bänken auf dem Bürgersteig und feiern Kirchweih, und vor ihnen spielt sich das bewegte Kirchweihtreiben ab, das sich dann bis zum Rathaus und in die Königstraße hinunterzieht. Das heißt, die waren schon vor 8 Jahren übertragen, dass ich also von der Stadt mit hierher. Alles verblichen? Ja, total ausgebleicht. Das ist schade. Und das kann man nie wieder zurückholen. Ne? Ja. Ja, also ich denke, wenn wir den. Ende des 8. Jahrhunderts durchführt und gegen wird gekommen sein, denn